Liebe Schwestern und Brüder, wenn nur alles so gut wachsen würde wie das Unkraut. Diesen Seufzer haben Sie vielleicht selber schon ausgestoßen, wenn Sie einen Garten haben. So mancher Gärtner oder Landwirt kann sich bisweilen des Eindrucks nicht erwehren, dass das sogenannte Unkraut besonders gut wächst, manchmal besser als der ausgesäte Samen oder das gepflanzte Gemüse. Aber deswegen mit dem Jäten aufzuhören und den Weizen mit dem Unkraut wachsen zu lassen, so wie in unserem Gleichnis, auf diese Idee wird keiner kommen, der mit Pflanzen zu tun hat. Das Gleichnis, das Jesus erzählt, ist freilich auch keine Empfehlung für Gärtner und Landwirte. Hier geht es wie immer in seinen Gleichnissen um das Reich Gottes und um uns Menschen. Da sind ein Sämann, der guten Samen aussät, und sein Feind, der heimlich Unkraut nachsät. Das ist ein Bild für eine urmenschliche Erfahrung. Gutes und Böses finden sich in unserer Welt und in jedem von uns. Und sie sind eng verwoben. Sie sind enger verwoben, als uns lieb ist. Neben dem Guten und Schönen gibt es auch viel Schlimmes, viel Leid und Not in unserer Welt und in uns selbst. Wir sind fähig zu zerstören, zu missbrauchen, zu töten, und dennoch blühen gleich nebenan Ideale, guter Wille und beste Absichten, nicht selten miteinander verwoben und verstrickt und manchmal gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden. Manch vermeintlich Gutes oder in guter Absicht Gemachtes erweist sich im Nachhinein als schlecht. Und aus einem schlechten Anfang wächst vielleicht doch am Ende etwas Gutes. Das Gute und Böse sind eng verwoben. Diese realistische Sicht auf die Welt ist auch der Ausgangspunkt des Gleichnisses, das Jesus erzählt. Und es zeigt sich wieder einmal, dass unsere menschlichen Vorstellungen vom Reich Gottes viel zu kurz greifen. Wir möchten gerne das Böse und das Unkraut ausmerzen, so wie die Knechte im Gleichnis. Aber der Gutsherr geht einen anderen Weg. So ist Gott, sagt Jesus damit. Gottes Maßstäbe sind andere als unsere menschlichen. Er ist immer größer als unser menschliches Denken, und seine Großzügigkeit überrascht. Gott hat viel Geduld und Ausdauer mit uns und unserer Welt. Kann es nicht sein, dass gerade aus manch Schlechtem etwas Gutes erwächst? Dass mancher Sünder, manche Sünderin die Chance zur Umkehr wahrnimmt? Dass Menschen neue Wege finden, weil sie an ihre äußerste Grenze gekommen sind? Wir Menschen dagegen sind oft schnell im Urteilen und Bewerten. Wir wissen immer sehr schnell, sehr genau, was andere falsch machen, wo sie verkehrt liegen. Dass sie eine völlig falsche Politik betreiben, dass diese oder jene eingesperrt gehören und so weiter und so fort. Doch manches Urteil erweist sich vielleicht irgendwann als überholt. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es als falsch galt, zu einer anderen Konfession zu gehören und dass die katholischen und die evangelischen Kinder sich auf dem Schulweg prügelten, wie ich das als Kommunionkind noch erlebt habe, Anfang der 60er Jahre.
Auf der anderen Seite erleben wir uns auch als sehr unsicher im Bewerten. Sollen Eltern mit ihren Kindern eher streng sein oder lieber manches durchgehen lassen? Muss ein Mitarbeiter, mit dem man nicht zufrieden ist, ermahnt werden oder konfrontiert oder ermutigt? Das Gute und Böse sind eng verwoben. Es ist am Ende der Gutsherr, das heißt Gott, der die Ernte einfährt, niemand anderer. Wann es Zeit ist, das Unkraut und den Weizen zu trennen, das Böse und das Gute, das entscheidet Gott. So haben wir es im Grunde auch im Evangelium gehört. Bis zum letzten Tag wartet er, geduldig und gelassen. Doch dann ist die Zeit der Ernte, der Unterscheidung. Den Weizen aber bringt in meine Scheune, heißt es. Da ist keine Angst, dass das Gute untergeht, sondern Zuversicht. Am Ende wird sich Gottes Reich und damit auch das Gute durchsetzen. Es ist gut, diese Zukunftsperspektive mit aller Zuversicht vor Augen zu haben. Und dennoch müssen wir tagtäglich Situationen und Menschen bewerten, müssen wir im Alltag handeln, müssen in der Politik Entscheidungen getroffen werden, muss der Rechtsstaat eingreifen, wenn Unrecht geschieht. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende möchte ich die Botschaft Jesu in unserem Gleichnis mit drei Wörtern umschreiben. Das erste ist gelassen. In aller Sorge um das wachsende Böse in unserer Welt, die Kriege, die Gewaltbereitschaft, die Geldgier, die Rücksichtslosigkeit, der Egoismus und in unserem nachvollziehbaren Bestreben, den Anfängen wehren zu wollen, geht es um Gelassenheit. Das Gleichnis sagt uns, beides gehört zum Leben, das Gute wie das Schlechte. Die Möglichkeit zu beidem habe auch ich in mir. Und es gibt nicht nur das eine oder das andere, schwarz oder weiß. Wir dürfen gelassen und gnädig sein mit den Fehlern anderer Menschen und auch mit den eigenen. Das zweite Wort ist wachsen. Das Gleichnis fordert uns auf, uns nicht auf das Unkraut, auf das Negative zu konzentrieren, sondern das Gute zu fördern und wachsen zu lassen. Schauen wir auf unseren eigenen Beitrag zum Reich Gottes, versuchen wir selbst, soweit wir das können, Weizen zu sein, Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu verkünden und unser Leben danach auszurichten. Jesus Christus wird uns dabei begleitend und helfend zur Seite stehen, so wie er es damals bei seinen Jüngern gemacht hat, indem er ihnen das Gleichnis deutete, indem er mit ihnen sprach, sie beten lehrte und vieles mehr. Das dritte Wort ist lassen. Wer von uns weiß denn wirklich sicher, was richtig und was falsch ist? Nicht wir sind im Besitz der Wahrheit, sondern allein Gott. Gott ist größer und weiter, als wir Menschen es sind. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns begleitet durch unsere Welt, auch durch unseren Schmerz. Manches dürfen wir getrost ihm überlassen, ihm in die Hände legen. Und wenn wir am Ende dann, liebe Schwestern und Brüder, diese drei Begriffe zusammenfügen, erhalten wir eine Aufforderung: gelassen wachsen lassen. Das tut der Gutsherr im Gleichnis. Das macht Gott, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute. Das steht auch uns gut an. Gelassen wachsen lassen.
Amen.